Bei wem sprühen die Funken und bei wem fliegen die Fetzen? Das Horoskop für Liebe und Lust für die Woche vom 25. September bis zum 1. Oktober verrät es. Lass mir gerne ein Like da oder einen Kommentar und um diesen Kanal zu unterstützen und vor allen Dingen kein Horoskop mehr zu verpassen, abonniere bitte diesen Kanal. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Schau auch mal, was deine Sterne zum Thema Beruf und Finanzen sagen. Am Ende des Videos verlinke ich das Erfolgshoroskop. Venus liefert dir, lieber Widder, feurige Vibes. Da magst du es intensiv, dein Lieblingsmensch muss dir mehr Leidenschaft bieten. Als Single flirtest du offensiv und willst dabei schnell zur Sache kommen. Du hast Lust auf Nahkampf. Venus läuft quer und sorgt beim Stier für Spannungen. Als Single interessierst du dich für komplizierte Leute, da ist Geduld gefragt. In Beziehungen sieht es besser aus. Dein Alltag läuft stabil, es bleibt einfach nicht so viel Zeit für Romantik und Zärtlichkeit. Venus und Mars lassen es im Zwilling prickeln und du zeigst dich in Sachen Verführung ganz schön raffiniert. Das kommt bei deinem Herzensmenschen natürlich sehr gut an. Als Single versprühst du deinen fröhlichen Sexappeal und ziehst andere mit deinem Lächeln an. Jetzt sind magnetische Anziehungskräfte im Spiel. In deiner Beziehung brauchst du Ruhe, lieber Krebs. Es brodelt ein bisschen, doch du findest dafür eine Lösung. Du erklärst deinem Herzensmenschen, dass es nichts mit ihm zu tun hat und du einfach gerade mehr Zeit für dich brauchst. Das versteht er. Als Single weißt du nicht so genau, ob du auf schnelle Eroberungen oder Unabhängigkeit setzen solltest. Lass dir Zeit, um darauf eine Antwort zu finden. Lieber Löwe, das sieht nach großem Gefühlskino aus. Venus katapultiert dich als Single auf Wolke 7. Da wartet wohl tatsächlich ein Soulmate auf dich. Auch Beziehungen erleben besondere Momente. Venus und Mars beleben dein Sexleben und frischen auch den gemeinsamen Alltag auf. Sonne und Jupiter machen die Jungfrauen zu echten Flirt-Genies. Vor allem Online-Dating liegt dir jetzt. Du optimierst dein Profil und setzt dich gekonnt in Szene. Das bringt dir neue Likes und Dates ein. In einer Beziehung erlebst du eine wunderbar entspannte Phase, in der ihr zwei viel Spaß an allem habt, was ihr gemeinsam erlebt. Die beiden Liebesplaneten Venus und Mars lassen es in der Waage kräftig prickeln. Als Single kannst du dich Hals über Kopf verlieben. Ungeküsst bleibst du sicher nicht. Paare haben viel Spaß im Bett, aber nicht nur der Sex zählt, auch gemeinsame Vorhaben bringt ihr schnell voran. Liebe Skorpione, Singles stehen unter Strom, dein Erlebnishunger ist groß und du landest mit einer Zufallsbekanntschaft schneller im Bett. Paare mischen den Beziehungsalltag auf und sorgen dafür, dass alles abwechslungsreich und spannend bleibt. Doch es gibt wohl auch etwas zu klären. Kein Problem, das räumt ihr schnell aus der Welt. Venus und Mars schüren im Schützen deine Eroberungslaune. Doch du suchst weniger nach einem Abenteuer. Es muss schon die große Liebe sein. Darunter geht es für dich nicht. Bist du liiert, engagierst du dich intensiv für deine Beziehung und stellst dich gerne auf deinen Herzensmenschen ein. Eure Bindung wird inniger. Steinbock. Sonne und Jupiter stärken dein Selbstvertrauen und fördern dein Charisma. Du triffst jetzt gern mehr Leute, flirtest offener und freust dich auf das eine oder andere Date. Bist du liiert, brauchst du mehr Freiraum und in Sachen Sex und Erotik eine kreative Pause. Das sieht nach einer spannenden Woche aus, lieber Wassermann, denn deine Sterne sind ziemlich widersprüchlich.
Als Single spornt dich Mars beim Flirten an. Du hast Lust auf Sex, bist auf tieferen Gefühlen, aber noch zögerlich. In einer Beziehung setzt du auf heiße Erotik, bist aber weniger für Kuschelstunden zu haben. Für die Fische gilt, als Single bist du im Flirtglück und dabei so richtig in deinem Element. So viel Bestätigung tut dir gut und hebt dein Selbstvertrauen. In deiner Beziehung herrscht eine zuversichtliche und positive Atmosphäre. Eure Projekte machen euch Freude und die gemeinsame Zeit erlebst du als sehr erfüllend. Tja, auch nächste Woche darfst du wieder einen Blick auf die Sterne zum Thema Liebe und Lust werfen. Übrigens verlinke ich dir oben noch die ausführlichen Wochenhoroskope nach den Elementen gruppiert. Du findest auch das Finanz- und Erfolgshoroskop und Klatsch und Tratsch auf diesem Kanal. Schau auch hier nochmal rein, was die Sterne dir verraten. Und in diesem Sinne, eine schöne Woche für euch.